Herzlich willkommen bei Annes Bastelwerkstatt. Wir werden heute eine Nachtlampe bauen. Und was uns hier erwartet, oder was wir davon erwarten können, werden wir jetzt genau gleich sehen. Ich werde das jetzt mal aufbauen. Und dann können wir mal schauen, was es erstens Neues gibt. Also neue Bauteile. Und was das Programm technisch dann auch sagt. Also ich baue das mal auf. So, ihr habt im Zeitraffer jetzt gesehen, dass ich das aufgebaut habe und jetzt schauen wir uns das Programm mal an. Das hier ist noch das Licht vom vorigen Teil, vom 9. Teil. Wir öffnen jetzt mal den 10. Teil, die Nachttischlampe. So, und dann schauen wir mal wieder. Wir haben wieder das Programmierungsteil drin. Es ist wie beim letzten, der Steuerungsweg, würde ich jetzt das behaupten oder halt nennen, dabei, also die Fehlermeldung. Ja, ich glaube, ich starte das jetzt einfach mal. Und dann werden wir schauen, ob da eine Fehlermeldung kommt. Also Fehlermeldung ist keine gekommen. Da kommt hier nur eine Voltanzahl an. Das heißt, wir schauen mal, was unser Versuchaufbau macht. Wie ihr seht, leuchtet die Lampe. Jetzt schalte ich mal das Licht aus. Also die Lampe wird heller, wenn ich es ausschalte. Man sieht es hier vielleicht, wenn ich mit dem Finger drüber gehe, dann wird die heller.
habe ich eine Lampe hier, dass sie ausgeht komplett. Jo. Schwierig mit Licht. Ich habe hier noch ein Feuerzeug. Das heißt, man kann hier noch ein bisschen. Machen wir das Licht aus. Dann ist es eigentlich ganz hell. Monitor mal aus. Ist noch dunkler. Und wenn ich jetzt hier anmache und näher rangehe, dann wird die LED immer schwächer. Man sieht so gar nicht. Also sie hat jetzt die Helligkeit, die maximale. Und wenn ich das Licht einschalte, wird sie dunkler. Sieht man auf dem Video gar nicht. Ja, leider sieht man es auf dem Video gar nicht richtig. Aber in der Kamera nicht, sagen wir so. Und ich werde das Programm nochmal neu schreiben, nachschreiben und dann mal schauen, was man hier ändern kann, beziehungsweise was hier so passiert. Weil was ich glaube ist, dass das Programm schon wieder abgestürzt ist eigentlich. Es funktioniert aber trotzdem noch. Das Programm lässt sich einfach nicht mehr schließen. Ja, ich tue jetzt mal schnell updaten und dann mal neu starten und mal schauen, ob das Programm immer noch abstürzt. Jawohl. Das Update hat es gebraucht, jetzt kann man sie wieder abstellen. Wir können sie hier auch wieder auf 0,1 ändern. Mal schauen, ob dann sich nochmal was ändert. Der kommt halt hier kaum nach mit Schreiben. Das sieht sie gar nicht. Und kommt hier halt kaum nach mit Schreiben. Aber er beendet das Programm auch wieder. Also 1A für das Update und ja, ich habe gesagt, ich werde jetzt das Programm nochmal neu schreiben, also mache ich das jetzt gerade und viel Spaß dabei.
Ja, ich habe das Programm endlich fertig. Ob es jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Wir werden es probieren. Wie immer wollen wir es zuerst speichern. Unter meinen ersten Versuchen. Ist Nachtlicht. Nenne ich das jetzt hier. Und es zeigt mir wieder einen Fehler an. Und zwar hier müsste ich einen Fehler drin haben. Ja, das Mal ist nicht richtig. Aber das schreibt es mir ja nicht richtig, darum habe ich mir hier nichts reingetan. Aber probieren wir es mal. Oh, hier habe ich einen Doppelpunkt, Schattenpunkt. Nochmal. Nochmal ein Doppelpunkt, Schattenpunkt. Zum Beispiel Set Mode. Also hier ist ein Beistrich. Hier gehören Punkte rein. Punkt. Hier in dem Fall auch. Hier in dem Fall auch. Nö, eben nicht. Hier gehört ein Beistrich rein. Oh, das ist so kompliziert. Also hier haben wir einen Buchstabendreher. PIO. Das habe ich mir gedacht, dass das falsch geschrieben ist. ADC groß geschrieben, das wäre eigentlich aber wurscht. Da habe ich das T vergessen. Bericht. Tun wir mal vergleichen. Print. Ach so, hier habe ich es groß geschrieben. Ja, wegen dem. Das Programm läuft. Hier haben wir jetzt noch mehrere Stellen. Warum auch immer. Programm beenden geht auch. Gut, Licht funktioniert auch, oder? Wenn wir hier. Gut, also wie ich jetzt hier schon gesehen habe, haben wir hier wieder die Herzzahl angegeben. Hier sagen wir, ich glaube, das ist die Helligkeit. Wenn die Helligkeit bei 100 ist, soll 255 sein. Also 255 wäre normalerweise aus, die LED. Das heißt, ich habe es hier jetzt nicht so hell, dass sie ausgeht. Ich habe jetzt leider auch
keine Taschenlampe zur Hand und das Handy brauche ich ja zum Filmen. Und wenn die Voltage soll durch 255 mal 3,3 getan werden, das heißt 255 das verstehe ich noch nicht ganz. Hier wird auf jeden Fall zusammengerechnet, was rauskommen darf. Das heißt, wenn man hier sicher weniger macht, das ist die Grund 3,3. Also die 3,3 sind die Grundspannung. Dann soll er das auch so rausgeben. Und die Schlafzeit, also in der Zeit, die Zeit, wo er wartet, bis er das Programm wieder im Loop wieder öffnet. Ja, das Nachtlicht, Nachttischlampe, ist falsch eigentlich, meiner Meinung nach. Es ist ein Nachtlicht. Das heißt, wenn theoretisch irgendwas nicht dunkel werden darf oder halt wenn in irgendeinem Raum zum Beispiel die Helligkeit anbleiben soll und man möchte mit LED-Beleuchtung zum Beispiel dann etwas steuern, ist das eine richtig gute Steuerung dafür. Das heißt, es wird immer etwas Licht anbleiben. Bei mir in der Firma haben sie auch gerade neue Lichter montiert. Dort ist es auch so eigentlich, untertags ist die LED gedimmt und in der Nacht leuchtet sie sehr stark. Und eigentlich die Schaltung, also das Programm so gesehen, läuft dort auch. Und ja, ich finde das super. Also die neue Beleuchtung in der Firma ist wirklich gut. Ich wünsche euch in dem Fall noch viel Spaß beim Weiterschauen. Ich habe in der Videobeschreibung noch alle anderen Teile, wo ich schon gemacht habe, drinstehen. Schaut mal nach. Hier verlinke ich euch nochmal zwei Videos und viel Spaß beim Schauen.